Drei Herzen sind dem guten Link übrig geblieben nach der Schlacht hier auf dem Maritta-Umschlagplatz. Und ich heiße euch willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, hier ist letztes Mal irgendwo ein Schrein ausgeschlagen. Genau, man sieht es wieder hier unten. Der Sensor schlägt wieder aus. Was ist denn da oben noch? Ist da noch eine Truhe drauf? Da gucke ich mal eben nach. Hier gibt es auch noch Zitterlibellen. Was ist hier? Mich kaputt gemacht anscheinend. Warte mal, hole ich mal direkt nach. Aber einen Kock habe ich hier nicht mehr gefunden. Die Maske schlägt hier auch nicht aus. Deswegen gehe ich jetzt mal direkt weiter. Weil jetzt ist es gerade ein bisschen schlecht zu klettern, ne? Ich werde wahrscheinlich gleich da hochgehen. Vielleicht eher hoch. Sind da noch Gegner irgendwie? Ja, oder sind noch Gegner auf jeden Fall. Ein silberner, oder? Auf jeden Fall sehr silbern aus. Was ist hier jetzt für ein Schmetterling gewesen? Dahinter, warum ist hinter mir? Okay. Okay, Zitterflügler, okay. Habe ich mir letztes doch gekauft, aber gut. Warte mal, ich wechsle mal den Bogen eben. Zu einem, der besser oder weiter schießen kann. Boah, die Bienen machen jetzt den Rest für uns. Ach, Bombenfalle gehen ja nicht hier. Stimmt ja, vergessen schon wieder. Ja, komm ruhig her, mein Freund. Ich mach dich platt. Oh, ich hab Uwu Assault noch gar nicht. Geil, brauche ich auch für den ersten nicht. Da sind noch die Bienchen gewesen. Robosa ist aber auch gleich ready. Ach guck mal, da ist auch schon, wie aufs Stichwort. Sprichwort sei schon Stichwort. Ist sie auch down? Gut, ist nur in Anführungszeichen Bockblind, ne? Die hatten ja nicht ganz so viel aus wie die größeren Mobblind schon. Der ist auch recht schnell down, glaube ich, oder? Ah komm, die halten ja gar nichts aus. Die Typen. Und die Kiste will ich haben jetzt, wenn ich die schon sehe hier. Der Regen hat aufgehört, dann können wir doch klettern gehen. Alles perfekt hier gerade. Ist aber echt ein guter Start in die Folge hier, muss man mal sagen. So, den Schild nehme ich jetzt einfach mit. Ach guck mal, warte mal, den Ausdauer hole ich nicht. Ah, ey, Ausdauer hole ich nämlich auch noch mit. Stimmt, den habe ich ja runtergeschossen. Wahrscheinlich auch den Fall wieder mitnehmen können, aber ist egal. Was haben wir denn hier erstmal drin? Ein Topaz, okay. Wisst ihr was, ich kletter jetzt da erstmal hoch, weil dann bin ich ja schon weiter oben. Hab mehr Energie und so. Oder mehr Ausdauer. Mal guck ich mal um, was, ob da irgendwo. Was ist der Schrein? Ist der oben drauf? Oder ist der in der Wand irgendwo drin? Ah, warte mal, ich sehe schon. Da hinten ist doch ein. Da kann ich doch bestimmt wegspringen, da hinten, oder? Da an der Wand. Direkt vor mir quasi. Also links von der Leiter. Warte, ich guck jetzt auch mal drauf, dann seht ihr das auch. Bestimmt, spätestens. Dann weg mit dem Scheiß hier. Ja, auch mal runterschmeißen können hier. Guck mal. Boom. Oh, ich hab den Baum gefällt. Ups. So, da ist doch bestimmt was, oder? Kann ich bestimmt schon reinschießen, oder? Mal gucken, ob da der Schrein ist. Okay, das Hochklettern hat jetzt nicht so viel gebracht. Ja, doch da. Guck mal, hier ist auch richtig geil zum Hochklettern. Guck mal. Richtige Vorsprünge hier. Seht ihr? Da oben ist doch was drin, oder? Kaputt hier, so Steinsalz. Ist ja wieder an zu regnen, scheiße. Toll. Na, dann mach ich's anders. Aber ich sehe auch nicht. Boah, ey, der Blickwinkel ist echt so scheiße, dass ich nicht sehe, was da drin ist, ne? Der Schrein sogar, geil. Manora-Schrein. Perfekt, dann machen wir den noch direkt. Auf geht's. So, was müssen wir hier machen? Ist das ein Segensschrein oder was? Was? Die müssen wir nur finden. Das ist ja billig. Silberner Rubin, okay. Dann halt nicht. Wenn das alles ist, dann soll mir das recht sein. Ganz ehrlich. Wir kriegen Zeichen der Bewährung für Lau. Na gut, man muss den aber echt gut finden. Also den hier schon hingehen, ne? So. Aber wir haben. Wie viele Zeichen haben wir denn wieder? Ich weiß es gar nicht mehr. 4. Ah, können wir wieder einmal aufladen, okay. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Danke dafür. So, damit verbleiben noch 8 Schreine insgesamt in dem Spiel. Und es regnet leider immer noch. Ich habe gedacht, es dauert ein bisschen länger, damit ich den Regen wieder vergesse. Aber ich will einmal da hoch. Das klappt hier mit dem Gewaltsturm. Ich hoffe schon, dass es einigermaßen hochkommt. Ja, es geht. Ich werde aber trotzdem jetzt hier wahrscheinlich gleich einmal abrutschen. Ja, genau. Nochmal abrutschen, ja, das ist nicht so schlimm. Ey, ich hätte nicht loslassen sollen, ja.
So, die kann ich doch rennen, würde ich schon sagen. Ich will mal gucken, ob hier noch ein Krok ist irgendwo. Ich denke nämlich schon. Und ja, wenn ich hier schon mal nicht markiert habe, da kann ich natürlich mal mich umgucken. Und später kann ich mal nochmal nachgucken, ob ich doch dann falsch habe, wenn ich gut genug geguckt habe. Deswegen einmal jetzt so mich umgucken mit der Maske. Wo bin ich denn hier überhaupt? Was ist denn da hinten? Ist da irgendwo noch was am Rand vielleicht erstmal? Das sind Pferde. Das sieht auch irgendwie komisch aus hier, oder? Die Felsen, aber irgendwie auch nicht. Aber das könnte schon Ivarok sein hier oben. Das ist nicht, ne? Ach komm, ich guck, ob da einer ist. Schade ja nicht, ne? Ich würde zwar jetzt mal vermuten, auf Anhieb würde ich nicht vermuten, dass hier einer ist. Weil die doch alle ein bisschen größer aussehen, die Brocken. Was hat der da vielleicht? Das könnte einer sein. Bist du ein Ivarok hier? Nee, ne? Du auch nicht. Der da, also wenn dann der Brocken da. Aber. Oh! Oh! Die Bombenpfeile funktionieren nicht, scheiße. Ah doch, es hört auf zu regnen, perfekt. Bogen wechseln, Moment, so. Ach verdammt, ich muss ja bei ihm jetzt die Arme treffen, ne? Ja, dann mach ich das mal mit Bomben. Und hab ich noch. Da komm, ich meinen großen Bumerang. Na, du armloses Miststück. Komm, wir machen mal Platz jetzt hier. Ohne Urbosa diesmal. Antilio sind wir. Doch, der Bumerang ist kaputt. Ich hoffe nämlich jetzt. Hier das Königsschwert, glaube ich, nehme ich. Und mal deine Dinger, deine Arme wieder raus, genau. Verdammt. Komm, leg dich wieder hin. Boah, Alter, das haut rein. Der ist kaputt. Da hier. Der hat auch schon gut Brocken fallen gelassen. Leuchtender war das sogar. Leuchtender Ivarok habe ich gar nicht gesehen. Gut, der hat auch nicht geleuchtet, ne? Wo ist jetzt hier ein Krok? Der ist bestimmt hier unten irgendwo am Hang, oder? Kann ich mir gut vorstellen. Ach, verdammt, jetzt falle ich auch runter. Was sind hier unten? Da gucke ich jetzt einmal nach. Jupp, hier ist er doch. Wahrscheinlich schon der nächste, oder? So, wo fehlt denn hier was? Oben, oder? Bei dem einen hier. Hoch. So, nicht so. Sondern so, ne? Ja, okay. Bisschen gedreht. Dann geht's schon. So, klar, weil ich entdeckt, mein kleiner Freund. So, ich wollte, kann ich die wegpacken? Ja, kann ich. So, hier scheint jetzt nichts. Ich gehe aber nochmal hoch. Mit der letzten Ladung, die Wandstrom. Reicht zwar nicht, aber ist egal. Ich hab ein bisschen klettern. Alter, ist das weit. Oha. Huch. Ja, Leute, ich würde sagen, Link drückt jetzt mal die Tube und klettert dann wieder hier hoch, ne? Wir sehen uns dann. Oder wir hören uns gleich wieder. Ihr seht alles, aber wir hören uns gleich wieder. Okay, er hat es geschafft. Ich habe kurz daran gezweifelt, dass er nochmal hochkommt. Energie war dann doch kurzzeitig sehr knapp. Hier ist noch ein Krok irgendwo, seht ihr? Wusste ich's doch. Was das unten schon ein anderer war. Wo ist der kleine Racker hier? Ah, der Stein oder was? Revalis Sturm ist bereit. Nicht ernsthaft. Die legen da einen Stein hinter einem Felsen. Das war's dann? Das ist dann der Krok? Alles klar. Gut zu wissen. So, weg damit. So. Ist da oben noch was bei den Bäumen? Also ich finde aber mal, das ist jetzt eine Abwechslung, wenn man wirklich mal wieder nach Krogs sucht und nicht immer diese Markierungen hat. Die Markierung haben wir wieder weiter nördlich irgendwo. Dann, suchen wir weiter nach. Oh, ich habe jetzt nicht auf die Ersorge geachtet. Entschuldigung. So.
Wo ist er hier, der kleine Drecksack hier? Da oben muss auch noch was sein. Mich wundern, wenn nicht. Rivali ist auch schon wieder ready, habe ich gerade ein bisschen ignoriert, ich weiß, aber... Nicht die Viecher schon wieder. Kommt her. Und Fledermausschwarm, ja komm hier. Weg mit euch. Alter, sind da viele gestorben. Tja, kommt nicht zu mir, kommt mir nicht zu nahe, ihr Drecksviecher. Ich hab euch gewarnt. Ich hab die Bombe schon gezückt, da seid ihr auf mich drauf geflogen. Wie die Kampfmucke einfach nicht aufhört. So, hier ist auch noch ein Cox, wusste ich's doch. Irgendwo in der Nähe. Da ich dahin gelaufen bin, würde ich sagen, der ist auch irgendwo hier oben. Ich vielleicht drauf? Nee. Hier schon mal nicht. Dafür kommen die Viecher wieder aus ihren Löchern. Aber die halten echt gar nichts aus, ne? Was sind da zwischen? Bin ich überhaupt auf welchem Berg? Auf dem Tilio-Berg. Okay. Kann ich auch gar nicht, da war ich glaube ich noch nie. Warte mal, hier hat die Maske gerade aufgehört? Nee, die macht weiter, okay. Doch, hier ist es still, hä? Ist hier oben was? Was ist denn da oben? Ah, da ist wieder so ein Ding zum Fliegen. Auch ein Ivarok, oder? Ach nee, da kommt der Krokokin, das ist kein Ivarok. Das kann eigentlich nicht sein. Perfekt, haben wir. Nehmen wir mit. Kommt auf die Zähler oben drauf. Wie gesagt, am Ende muss oben 459 stehen, glaube ich, damit wir alle Crocs haben. Nochmal zur Erinnerung. Ja. Ich möchte mal nochmal zurückgehen. Ich glaube, da war noch ein Krok irgendwo. Da hinten ist. Ah ne, ich wollte sagen, das hast du auf der Ohr nicht. Ich dachte gerade, der wäre auch aufgestiegen. Nehmen wir mit die Maxi rüber, ist ja klar. Ich wüsste mal nicht, wenn hier noch einer ist, wo der ist, der Krok, ne? So, eben waren wir hier. Ist echt noch einer irgendwo? Hier vielleicht? Da, ach da bestimmt an dem Baum hier, an dem Kahlen. Oder? Ja, okay. Kann man finden, wenn man es weiß, ne? Vor der Suche hätte ich niemals da geguckt, ob da einer ist da oben, ganz ehrlich. Nur weil der Baum da nichts mehr an Blättern hat oder an Nadeln. Never. Das wäre für mich nie ein Grund gewesen, da nicht nachzugucken. Oder das wäre für mich kein Grund gewesen, da mal nachzugucken, so. Aber, obwohl ist eigentlich egal, ne? Ob wir jetzt vom Schrein da aus. Ich komme, wir fliegen von hier aus zurück zum Stall von Marita. Gibt sich jetzt nicht für, ob ich jetzt von dem Schrein da hinten da aus runtergehe oder nicht. Ne? Oder von hier aus. Für mich ist das Gorbs wie gesprungen. Ja, hier sind wir gut jetzt rumgekommen nochmal. Bisschen außer der Reihe. Ich hoffe ja, dass wir heute dann zumindest zu dem einen Gebiet da kommen, wo ich den Schrein vermute. Das ist eh eine Prüfung. Wäre nicht schlimm, wenn wir die erst im nächsten Part anfangen. Ich werde die heute nicht mehr anfangen, wahrscheinlich. Ich würde sie aber gerne in der nächsten Folge abschließen. Das wäre schon mal Bombe, wenn das klappen würde. Aber wie gesagt, wir nehmen es, wie es kommt, ne? Wie immer eigentlich. Und wenn wir die Prüfung nächstes Mal erst anfangen und dann im nächsten Part fortsetzen, im übernächsten dann, ist dann auch nicht so schlimm. So, jetzt schließen wir erstmal diese Quest mit den kolossalen Knochen ab. Die ist nämlich hier noch offen. Hier sind die drei Typen, glaube ich, gewesen an dem Stall. Ich kann es dann nochmal einblenden, damit ich mir auch sicher bin. Kolossale Knochen, wo war sie? Ganz oben. Ey, wir haben echt nur noch... Warte, wir haben 5 Aufgaben offen, ne? Gleich nur noch 4. Das heißt, wir haben dann 81 von 90 abgeschlossen. Es fehlen also nur noch 5 Aufgaben. Ist ja voll geil. Du weißt auch nicht mehr, wo die sind, ne? Das sag ich ganz ehrlich. Stall von Marita, da sind wir. So, wo sind die drei? Die sind... Hier draußen? Ah ja, hier stehen sie doch. Ich würde dir nur zu gern die Kolossalwahlknochen in Hebra mal zu Gesicht bekommen. Hier, bitteschön. Typi. So ein Typ, ne? Unglaublich, es ist fast, als wäre ich da. Jetzt kann ich bestimmt nachweisen, dass es eine Eiszeit war. Ja, du irrst dich. Bitte hilf auch meinen Brüdern. Das sind Brüder? Echt jetzt? Ui, Orak. Ich will die Kolossalwahlknochen aus Eldin sehen, bitte sehr.
Für dich, mein Freund. Extra fotografiert. Das ist wundervoll. Eine astreine Zeichnung. Da müsste sich zeigen lassen, dass es ein Vulkanausbruch war. Zeichnung vor allem. Bitte hilf auch meinen Brüdern. Gut, die kennen das Fotomodul nicht, ne? Die haben sowas noch nie gesehen vorher. Ich würde dir zu gern Kolossalverknochen aus Gokudo sehen, bitte sehr. Ist auch eher so ein bisschen kalt zu dem Zeitpunkt gewesen. Man sieht auch kaum was. Ich traue meinen Augen nicht. Du kannst aber gut zeichnen. Dann sollte es ein Kinderspiel sein, meine Theorie von der Dürre zu beweisen. Sieh an, du hast Bilder von allen drei Fundorten von Kolossalwahlknochen gemacht. Vielen Dank. Und hier ist die Belohnung, wie abgemacht. 300 Rubine von ihrem 100. Sehr schön. Deine Bilder sind eine Riesenhilfe. Danke. Nicht dafür, Freunde. So, wir gehen direkt weiter. Wie gesagt, wir haben jetzt noch 9 Aufgaben offen. Eine davon ist die Prüfung des Schwertes, die mache ich auch nochmal irgendwann. Ist ja klar. Alle drei natürlich, also es gibt 3 Schwierigkeitsstufen. Anfänger, fortgeschritten und schwierig, glaube ich, oder Meister oder so. Kleiner, okay, ich dachte gerade schon wieder, was jetzt? Oh, echt jetzt? Noch solche Nervensägen? Ich kann auch noch Bogen schießen, Alter. Lass mich mal bitte kurz in Ruhe. Was ist das da für ein Reisender? Wo ist der Jäger hin? Da. Und getroffen. Kleine Ratte. Hau nicht immer ab. Ups, einen Bombenfall habe ich noch ausgerüstet. Ups, hallo. Und tschüss, Kollege. Oh, der hat 50 Rubine dabei. Geil, 70 sogar. Oh, ist der Reisende hin, der eben war? Den würd ich gerne mal ansprechen nochmal. Da hinten, oder? Oh. Da ist wieder jemand in ein Problem, aber hier ist noch ein Krog, wartet mal eben. Ja, hier schlägt auch die Maske aus. Ach guck mal, ich musste da jetzt schon gezielt hinlaufen, ne? Bis die mal ausschlägt. Was ist die ganze 2 hin, da? Was muss ich denn hier machen? Um drauf was oder so? Ich sehe hier gar nichts. Dass ich auf den Krog schließen lässt. Oder den Baum da hochklettern einfach? Ich keine Ahnung. Ist auch zu einfach gewesen. Ah. Wenn da ein Holzfall drin steckt, warte mal, ich schieß mal selber einen da rein. Ich hab nicht viel gebracht. Hab ich den auch gerade da reingeschossen, ne? So, mitnehmen. Was ist denn hier? Ach, ist noch eine Eiche, okay. Ist hier drunter was? Ist hier gerade 2 hinter, was soll ich hier machen? Ist mal ernsthaft. Was ist denn das hier für ein Rätsel, bitte? Für ein Krog? War es hier wieder irgendwo mit Blumen, die ich nicht sehe gerade? Komm, ich helfe doch erstmal den da hinten, dann kann ich ein bisschen überlegen währenddessen. Alter! Kleines Mistvieh. Keine Belohnung dafür, keine Materialien. Du bist wirklich stark. Sieht man die eigentlich auch an? Ach, Charlie schon wieder. Das ist eine erbärmliche Belohnung, aber nimm sie bitte an. Die haben wir doch letztens erst gesehen, Monster Sense. Die hat mir das gleiche gegeben. Jetzt hast du mich schon wieder gerettet. Seit unserer letzten Begegnung habe ich Keltens Monster dann noch immer nicht finden können. Ja, du bist auch eine blöde Kuh. Da hinten ist ein Krog, was soll denn da sein? Ich sehe da echt nichts, ne? Ist hier vielleicht irgendwie was versteckt? Ich nicht sehe. Ist hier irgendwie drunter? Nee. Weil ist hier irgendwo ein Stein, der hier drin liegt. Jetzt versteckt. Ich weiß nicht, habe ich für den Pfeil da drin, der hatte was zu bedeuten. Ich habe echt keine Ahnung, was ich hier machen muss, ehrlich jetzt. Hab ich hier noch Krogs hier? Da hinten war noch einer. Den hab ich schon verpasst. Was muss ich denn hier machen für einen Krog? Ich sehe echt gar nichts hier, jetzt mal ehrlich. Ach, was willst du denn, Mann?
dem Ding brauche ich nicht mehr. Oder ich brauch's vielleicht doch. Scheiße. Was sind Hühnchen? Okay. Insekten. Toll. Ist hier drauf was? Nee. Wo war ich da rein? War da drauf, oder? Wo ist denn hier ein Krog, bitte? Bäume sehen auch alle normal aus? Ich sehe hier nichts, ne, ehrlich jetzt, Leute. Was soll hier sein? Übersehe ich hier irgendwas? Wahrscheinlich schon, ne? So eine blöde Frage. Aber wo ist hier ein... Jetzt mal ehrlich. So sieht man nichts. Ja, huhu. Wo ist der Krog? Zeig dich. Miststück. Wir wissen, wo du bist. Sehe echt gar nichts. Null. Keine Ahnung, ey, wo der hier sein soll. Olle Krog. Ich bin wieder ein bisschen verarscht hier. Mich hier ein bisschen wundert, ne? Also so ein bisschen, aber da komme ich jetzt gar nicht rüber. Die hier. Die Dinger hier. Kann der Krog damit was zu tun haben? Ich hole mal ein Pferd. Wisst ihr was? Ich hole mir jetzt ein Pferd. Das Einzige, was mir jetzt einfallen würde, weil da liegt nichts rum. Ich habe nur sowas noch nicht gesehen mit Pferden. Was war die Eichhörnchen? Kann ich die fotografieren eigentlich? Wenn die sich abhauen würden, scheiße. Ich bin da noch rum. Eicheln. Pferd holen. Komm, mach ihm einen Link. Dann kann Epona auch mal, wo ist sie eigentlich nochmal gewesen? Ach, beim Stall der Ebene war sie. Auch mal wieder was machen. Ist eigentlich auch mal keine schlechte Idee, dich zu holen, ne? Ach, hier ist doch der Reisende. Ne, ist Terry. Okay, ich dachte schon gerade, der Reisende von eben nochmal. Mit dem Pferd. Na, dann halt nicht. Was soll ich jetzt zuerst machen? Dem Hund hier, dem gebe ich jetzt was zu fressen. Na, mein Kleiner, willst du eine Eichel? Hallo. Oh, der ist schon niedlich, oder der Kleine? Guck mal, angefreundet, so. Willst du eine Eichel? Hier. Bitteschön, hau weg. Om nom 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 nom. Okay, hat wohl nicht so geschmeckt. Dann kriegst du jetzt Fleisch, komm. Hier schön Edelwild für dich. Boah, ist das ein Brocken, ey. Immer noch nicht? Willst du noch einen Apfel haben, oder was? Oha, er jagt seine Rute. Der ist schon echt niedlich, der Hund, ehrlich jetzt. Da, der Apfel hier. Hallo. Hier. Hau weg. Dann macht den auch nicht satt, oder? Wir sollen noch einen Schatz für mich suchen. Der kleine Drecksack. Dann hier nehmen wir Bananen von dem Jäger. Vielleicht schmeckt die besser. Ist auch ein bisschen größer, ne? Komm, hau weg. Das Obst ist gesund. Alter, wie verflossen bist du denn schon wieder, bitte? Hier, kriegst noch ein bisschen Fleisch. Ich meine, wenn die satt sind oder irgendwann sind die so zutraulich, dass die nach einer Schatztruhe einsuchen. Weil die ausbuddeln oder so. Ich hab das noch nicht wirklich probiert in dem Spiel. Das möchte ich jetzt mal rausfinden. Immer noch nicht. Mach jetzt mal hin, Mann. Folgt ihr mir? Ja, ne? Da muss ich auch erstmal da hingehen, in die richtige Richtung oder so. Kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Jetzt regnet's auch noch, komm. Hier, hau weg. Die Scheiße. Und such die Truhe jetzt, Mann. Truhe, hallo. Sag mal, will der Hund mich verarschen? Der veräppelt mich doch, oder? Hau weg hier. Komm, für dich.
Alter, der kriegt nicht genug, der Hund. Komm, Luxuswild hier für dich. Mein Freund, da ist sogar Knochen dran. Ey, wenn das nicht reicht, weiß ich auch nicht. Hallo? Wie geht denn das, ey? So, einen Rüstungskürbis haben hier. Für dich. Hallo? Hier, der Kürbis. Den will er nicht. Okay. Verstanden. Fleisch. Fleisch willst du, ne? Natürlich willst du das Fleisch, du verfressener Hund. Sag doch dir immer noch mal nach einer Truhe. Wie muss ich den mir noch geben? Ey, also das ist nicht mehr gesund für einen Hund, sag ich ganz ehrlich. So viel wie der kriegt von mir. Ist doch nicht normal, wie viel er fressen kann. Alter, jetzt reicht's aber. Nochmal ein Luxus für, wenn der dann immer noch nicht spurt. Kann er mich im Arsch lecken, der Hund. Echt jetzt? Sag mal, jetzt such endlich die Truhe, Mann. Verfressenes Vieh. Lauf jetzt mal ein bisschen hoch. Vielleicht muss ich doch da langlaufen, einfach nur. Warte, den Truhensensor kann ich den benutzen? Wartet mal. Ja, hier ist keine Truhe in der Nähe. Anscheinend. So, mein Freund. Jetzt hier kriegst du doch ein bisschen. Hier. Ausnahmsweise mal. Warte mal, so Esel? Hab noch nicht fotografiert, guck mal. So ein Hund auch noch nicht. Ein Hyrule-Hund. Jetzt möchte ich mir eben in den Handbuch und Eindruck mal direkt durchlesen. Einen Moment. Noch so was stehen zu. Hyrule-Hund. Der seit Anbeginn der Zeit beste Freund des Hylianas tritt je nach Region in diversen Rassen auf. Klug und gehorsam zugleich ist er kein bloßes Haustier, sondern eignet sich auch dazu, grasende Schaf- und Ziegenherren zu hüten. Der heutige Hyrule-Hund soll ein direkter Nachfahre der Hofhunde des Königs von Hyrule sein. Okay. Aber die suchen keine Truhen. Habe ich jetzt rausgelesen. Also jetzt reicht's mir langsam. Ich hole mir gleich noch den Krog da mit dem Pferd, wenn das einer ist. Na komm, scheiß drauf. Ist doch ein Hund, sehe ich gerade. Vielleicht sucht der die Truhe. Und das war die andere, der verfressen ist, der nichts suchen kann. Egal, ich hab keinen Bock mehr. Wenn ihr wisst, wie das geht, schreibt es bitte in die Kommentare. Ja, ich hab da jetzt echt keinen Nerv für. Pferd abholen. Pferd mitnehmen. So. Ich wollte eigentlich noch mal ansatzweise bis zum Schrein kommen, aber ich bin nur noch hier beim Stall. So, war es hier, war es, ne? Oder? Ja, genau, hier war's. Einmal hier drüber reiten, bitte, Link. Über die Zäune. Verdammt. Ich will nicht drüber, ne? Nochmal versuchen. Ich habe zu viel angetrieben. So, Schatztruhe kann ich wieder wegmachen. Schreine, bitte. Überhaupt darüber richtig? Anscheinend schon. Also man muss echt da drüber springen. Okay, gut zu wissen, dass es euch solche Crocs noch gibt. Schon wieder irgendwo euch übersehen, ey. Dann retten wir mal kurz darüber, holen uns die anderen drei Crocs hier noch, die hier sind. Gerade auf der Minimap. Hier sind überall Steine, die rumliegen. Ganz ehrlich, das nervt mich ein bisschen. Aber dann halt nicht, du böses Vieh, jetzt ehrlich. Ich hab keinen Bock drauf. Mitkommen. So, da ist wieder so ein Steinkreis und da sind Bockblind, scheiße. Hey, bleib mal hier. Was ist der Bogen, scheiße. Mal ehrlich. Oh, ich habe keine Waffe mehr ausgerüstet, scheiße. Weg mit dem Ding, so. Ist der andere hin, der ist abgehauen? Ne, da ist er.
Schnauze, hab ich gesagt. Du folgst deinem Freund jetzt direkt ins Jenseits, so. Ich hab nur so Kackwaffen gerade von dem Bockblin und so, ist ja voll scheiße. So, den Stein nehme ich da direkt mit für den Krog da jetzt und dann... Jetzt ehrlich, Leute. Soll's auch reichen. Den Krog noch und dann haben wir genug geschafft heute. Ich hab mich gerade mit dem Hund da ein bisschen zu lang ablenken lassen und ich weiß gar nicht, ob der da irgendwie Schatz suchen kann oder nicht. Ich glaube eigentlich schon. Vielleicht war es doch der andere Hund, den ich da was zu fressen hätte geben müssen. Ganze schöne Fleisch ist weg. Dafür noch diesen Krog hier. Kann ich mit leben. Naja. Und wie gesagt, das war's dann für heute von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Wenn die Folge gefallen hat, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da. Und abonniert meinen Kanal, dann würde ich mich sehr darüber freuen drüber. Und natürlich auch, wer das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, tschö mit Ö, euer Basukasu.